Herzlich willkommen, liebe malende NaturforscherInnen und die, die es werden wollen. In diesem Zeitraffer-Video zeige ich dir, wie ich die glänzenden Blätter und Beeren von der europäischen Stechpalme in Aquarell male. Das zeige ich dir Schritt für Schritt am Beispiel dieser zwei Blätter und der Beeren, von der Zeichnung übers Mischen bis zur ersten Farbschicht und den letzten Schatten und Details. Mein Name ist Gesche Sanden, ich bin die Gründerin der Wildblumen Aquarellakademie und ich helfe dir, die Natur mit Skizzenbuch und Aquarell zu entdecken. Herzlich willkommen und los geht's! Ich starte natürlich wieder mit einer Zeichnung. Hier arbeite ich mich von grob zu fein vor. Ich lege erst ungefähr die Richtung, den Winkel der Blätter fest und eine grobe Form, bevor ich dann in einem zweiten Durchgang tatsächlich die Außenform der Blätter mit all ihren Stacheln festlege. Wenn ich direkt auf Aquarellpapier arbeite, drücke ich dabei sehr, sehr leicht nur auf mit meinem HB-Bleistift, damit ich die Möglichkeit habe, meine Hilfslinien auch wieder wegzuradieren. Fürs Mischen der Grüntöne nutze ich meine Primärfarben, also Cyanblau mit Zitronengelb und dann ein bisschen Magenta. Für eher hellgrün, gelbgrün nehme ich natürlich ein bisschen mehr Zitronengelb. Wenn es ein bisschen getrübter sein soll, mehr Magenta in das Zitronengelb. Und wenn ich besonders dunkles Grün möchte, dann erhöhe ich mein Cyanblau und meinen Magenta-Anteil. Und so kann ich mit diesen drei Primärfarben schon richtig gut die Vielfalt der Grüntöne abdecken. Für das Rot der Beeren schaue ich, welche meiner Farben auf der Palette schon passen. Mein Echtrot von Lukas Aquarell passt wirklich schon sehr gut. Natürlich kann ich das noch mit Gelb oder Orange abändern. Und falls du keinen passenden Rotton hast, kannst du im Übrigen mit Magenta und Zitronengelb aus der Mischung, also wieder mit den Primärfarben, auch so ein Ilex-Beerenrot zusammenmischen. Die erste Lasur ist relativ fell. Die Farbintensität bauen wir dann in weiteren Farbschichten auf. Bei Blättern, wo wie hier die Blattader in der Mitte relativ deutlich zu sehen ist, spare ich diese aus und male die dann gleich in einer anderen Farbe. Hier ist die Oberseite der Blätter, darum habe ich da eher so ein Blaugrün. Die Blattader in der Mitte ist eher in so einem Gelbgrün, darum male ich die getrennt. Das andere, was ich jetzt schon mache in der ersten Schicht, ist Glanzlichter wieder abheben. Das, was Ilex-Blätter ausmacht, sind diese glänzenden Stellen, die glänzende Oberfläche, die dafür sorgt, dass wir wirklich fast weiße Highlights auf den Blättern haben. Und diese hebe ich aus der ersten Schicht wieder ab, sodass wir da wirklich das softeste aller Grüns haben, was nachher, wenn das Blatt insgesamt dunkler wird, fast weiß wirkt. Also, wenn die Farbe noch leicht feucht ist, wasche ich meinen Pinsel aus, trockne den ab. Ich habe dabei meinen Mallappen in der linken Hand. Ich bin Rechtshänderin, logischerweise. Und hebe wieder Farbe ab mit meinem sauberen, fast trockenen Pinsel, mache den Pinsel, meinen Mallappen sauber, kann wieder in das Blatt hineingehen und wieder Farbe abheben. Das muss nicht hundertprozentig exakt genau sein, nur ungefähr da, wo du eben die Highlights siehst, wieder Farbe abheben.
Wenn die erste Schicht getrocknet ist, kann ich mit der zweiten weitermachen. Jetzt erhöhen wir nicht nur die Farbigkeit, die Farbintensität der Blätter, sondern geben dem Ganzen auch noch mehr Licht und Schatten, mehr tonale Unterschiede und damit Dreidimensionalität. Ich schaue auf meinem Foto oder in meinem Original, wenn ich das hier vor mir liegen habe, wo ich Schatten sehe auf den Blättern und dort fange ich mit meinem Farbauftrag an. Meistens ist es bei so gebogenen Blättern so, dass die keine harten Kanten haben, sondern dass die Farbe graduell zu den Highlights heller wird. Das heißt, ich verstreiche die Farbe ein bisschen mit dem Pinsel, nachdem ich sie aufgetragen habe, hin zu den Highlights. Es ist ganz wichtig, dass wir die Highlights wirklich großzügig aussparen, denn das, was das Ilex-Blatt ausmacht, sind diese hellen Highlights. Bei den Schatten achte ich insbesondere darauf, wo liegen die auf den Spitzen, welche Spitzen sind im Schatten, sind bei manchen Spitzen vielleicht eine rechte Seite im Schatten, eine linke Seite hell, denn wo die Schatten sind, zeigt mir an, wie das Blatt gebogen ist. Es ist völlig normal, dass während dieses Prozesses das Blatt so ein bisschen seltsam und unfertig aussieht. Gerade jetzt zum Beispiel in diesem Moment ist es so ein seltsames, fleckiges Phänomen. Wie soll da jemals ein schönes Blatt draus werden? Hier hilft es wirklich, in den Prozess zu vertrauen. Das ist nicht immer einfach, gerade als Anfängerin, aber eigentlich ist es genau das. Vertraue darauf, was du siehst, dass wenn du wo Schatten siehst und du wo Schatten malst, das am Ende auch stimmig aussieht. Beim nächsten Blatt gehe ich genauso vor, wobei ich darauf achte, dass der Kontrast zwischen den Spitzen des darüber liegenden Blattes deutlich wird. Also, dass ich das schön ausarbeite, dass die Spitzen des oberen Blattes auf dem unteren liegen und das untere dunkler ist.
Bevor du dich in zu viel Feinarbeit und Überarbeiten und Überarbeiten bei den Blättern verlierst, hilft es immer zwischendurch, nach jeder Schicht, nach jedem Arbeitsschritt aufzustehen und das Bild mit etwas Abstand zu betrachten. Mindestens räumlichen Abstand, also aufstehen, Meter Abstand vom Bild, statt nur 10 cm immer mit der Nase darüber hängen und schauen, ob die tonalen Werte stimmen. Oder noch besser, zeitlicher Abstand, steh auf, mach dir eine Tasse Tee. Und komm dann wieder und betrachte dein Bild und guck, ob nicht die Tonwerte stimmen und die Blätter fertig sind. Die roten Beeren entstehen in drei Lasuren. Die erste Schicht ist wieder sehr hell. Sie repräsentiert unsere Glanzlichter. So hell muss die also sein. Wenn diese getrocknet ist, mache ich mit einer zweiten Lasur weiter. Dabei spare ich die Glanzlichter aus. Und zwar großzügig größer, als das Glanzlicht in Wirklichkeit ist. Denn es ist ja ein gradueller Übergang von dem hellsten Bereich des Glanzlichts bis hin zum normalen mittleren Rotton. Und deshalb verstreiche ich die Farbe am Rand des Glanzlichtes. Darum muss ich ein bisschen größer aussparen, als ich das Glanzlicht später haben möchte. Und wenn diese zweite Schicht trocken ist, dann gehe ich hin mit einem dunkleren Rot. Da kann man zum Beispiel einen Hauch Cyan hineinmachen in unseren Rotton und definiere die Schatten nochmal. Gehe in die dunkelsten Bereiche, wir haben die hellsten Bereiche jetzt schon definiert und dann gehe ich in die dunkelsten Bereiche von unseren Beeren. Auch hier verstreiche ich die Farbe wieder. Darum ist es ganz wichtig, dass die Farbe darunter trocken ist. Und so entstehen unsere Beeren. Ganz zum Schluss setze ich wirklich die allerfeinsten Details. Das ist so ein bisschen der Stempel da unten, der bei manchen Beeren zu sehen ist. Und dieser dunkle braune Ring, den Beeren am Stängelansatz haben. Und fertig sind die Ilex-Blätter und Beeren. Das vollständige, über dreistündige Tutorial vom ganzen Zweig in Echtzeit, inklusive Referenzfotos und der Zeichnung von mir, gibt es in dem Online-Kurs Winterzauber in Aquarell. In diesem Online-Kurs findest du außerdem noch weitere botanische Wintermotive wie Zapfen und Mistelzweige, aber auch Christrosen, die dich einladen, rauszugehen, die Natur zu entdecken, zu malen und dich zu freuen.